Servus und willkommen zu einer neuen Folge von 7 Pays to Die. Ja, es fängt schon wieder das Regnen an. Ja, kennen wir mittlerweile. Ich freue mich drauf. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein... Ich möchte noch ein Haus ausräumen, bevor wir wieder nach Hause gehen müssen. Aber ich werde jetzt mir mal eine Aufbewahrungskiste bauen, eine normale. Erstens bringt es eine Quest. Und zweitens kann ich hier dann den... das Zeug reinschmeißen, das ich momentan nicht brauche. Goldrutentee, das ist schön. Den lasse ich, den nehme ich mit. Den lasse ich da, sondern den nehme ich mit. Honig nehme ich auch mit. Das wird jetzt auch langsam Sache so sein. Ja, hallo Judah. Wo es wichtig wird, dass ich es dabei habe, falls ich mal eine Infektion bekomme. So, und wir machen mal schnell eine Runde laden. So, und dann machen wir hier mal schnell einen Schnellwegepunkt hin. Die Schweizer Resistenz. So, es hört sich doch ganz gut an. Bisschen Benzin klauen, ein bisschen Müll klauen. Er schmeißt den Steine weg. So, was ein Briefkasten. Kaputten Briefkasten. Die wollen mir keine Bücher geben. Und vor allem das Schlimme ist, ich brauche halt zwei. Mir reicht kein einziges. Oh. Hallo? Hier war ich schon mal noch nicht. Das ist gut. Oh oh. Hallo? Also ich sehe da was, was ich nicht sehen will. Ein Zuhause von einem Buff. Dafür braucht man einen Honig. Warum habe ich gerade die Ahnung, dass ich eigentlich hier nicht sein sollte? Ich Farbe. Okay. Die hat es leicht nach hinten gedrückt. So, was haben wir bekommen? Der Schlagmann Panzer. Das, was ich total gebraucht habe. Ja, ich bin halt ein Schläger und kein Leser. So, wir nehmen... Hallo Darlene. Was Medizinbücher? Da hinten sind Bücher. Ah, ist ja so. Frauen lesen mehr als Männer. Also die, wo ich kenne. Okay, vielleicht nicht die Bücher. Briefen mit tiefer Bogen Qualität 2 freigeschaltet. Was soll ich dazu sagen? Klingt gut. Was natürlich nicht gut klingt, ist, wenn ich nichts dabei habe, dass ich den bauen kann. Kannst du jetzt bauen? Danke. Ach Mann. Okay, wir machen wieder ein bisschen Licht.
So, die Fahne nehmen wir mal mit. Der Fernseher ist schön groß. Den würde ich auch mitnehmen. Aufräumen. Alter, da brauchst du ja einen Knoter. Der schaut schmerzhaft aus. Oh, der hat sich schon bettlägerisch hingelegt. Das ist schön. Glaub mal, wie das sieht. Das ist auch schön. Ein Käffchen. Trübes Wasser. Okay. Also trübes Wasser, ja. Also ich vermute, das ist die Steigerung von trübem Wasser. Die Apokalypse wird ja nicht erst gestern gewesen sein. Das heißt, der Kaffee, das Wasser in der Kaffeemaschine ist schon länger drin. Wie geht? Gespannt, wann ich vor dem Köder stehe. Oh. So gewonnen. Ja. Aus welchem Film? Wer weiß es? Na? Aus Hotshots. Die Kunst des Bergbaus. Merkt es halt immer mehr. Am besten wäre es halt wirklich, wenn man irgendwo hier eine kleine wie heißt's, so eine Bücherei finden würde. Ja, da hätte ich dann auf jeden Fall eine Chance. Einmal Wasser habe ich bekommen. Auch bestimmt leicht abgestanden. Aber kann man ja rausschmeißen und frisch einfüllen. Das ist ja das Schöne. Oh, toll, 3 Seiten. Hallo. Ich wollte dich nicht stören. Tollen Pinsel. Schuhe oder auch nicht. Oh, ich würde schon sagen ein Safe, aber der ist schon offen. Also warst du diejenige, wo versucht oder wo diesen Safe aufgebrochen hat? Ja, da hätte ich gesagt, das ist aber alles schief gelaufen. Sag mal. Du musst ja aufpassen, dass das Land ja auch nicht rennt. Wie gefährlich hier. Nette Geste. Hallo. So. Merk schon, Arbeitsgemeinschaft hier. Der hat auf jeden Fall denselben Lesegeschmack wie ich. Ich kenne das Buch schon. Ja. Der Apokalypse, der dich auch, wie gesagt, ist. Trinken anfangen. Also, das können wir schon mal abgeben. Was haben wir denn hier? Armort ab. Dann können wir machen, kochen. Dann einmal Reparatur, das ist auch nicht schlecht.
und die Steinwerkzeuge auf 4 gebracht. Das ist auch nicht schlecht. Oh, dann einmal ein bisschen Medizin. Aber ich bin ganz ehrlich, also das, was ich suche, immer noch nicht gefunden. So. Ja, außer, dass ich jetzt alles Mögliche in verschiedenen Farben anmalen kann. Richtig, doch, ja. Aber das bringt mir auch nicht weiter. Und da war Gott sei Dank nur ein Fake-Hundekopf. Sagt der dann vom Hund oder so. So, meine 41 Meter, da ist die Kiste. Da verschmeiße ich jetzt noch ein bisschen Farbe rein. Das wird lustig beim Heimlaufen, das weiß ich jetzt schon. So, okay. Also, schauen wir noch einmal da hinten. Ah. Bräuchte doch nur 2 Bücher, um mir eine Forge bauen zu können. Ein Book in irgendwas. Na, ein Fire District, da gehe ich nicht rein. Das ist mir... Nee. Da bin ich noch zu underpowered. So, dann machen wir mal das Coupé hier unsicher. Kriegt auch keiner mit. Ich gerade versuche hier reinzukommen. Hallo? Ich glaube, ich habe ein paar Dietriche dabei. Ha. Hoffentlich ist hier was Schönes drin. Jo, kann man nicht meckern. Was war es hier drin? Eine schöne selbstgebaute Pistole. Ein bisschen Muni. Und Goldrutentee zweiter. Nicht schlecht. So, Burger Fries. Hier ist ein Motel. Und dann bin ich ja eigentlich schon wieder fast aus der Stadt draußen. Dann habe ich hier noch eine Ranch. Ah ja. Man muss auch mal Zombies ignorieren können. War nicht leicht. Ein UFO-Museum. Ich hätte jetzt mal gesagt, wir schauen mal, was das für eine Stärke hat. Aber wenn das... Ja, 2... Ich hätte mal gesagt, die besuchen wir mal. Ich hoffe, dass hier keine Außerirdischen rumreihen. Super. Guten Tag. Was? 2 Verkäufer? 2 Verkäufer. Bei ihnen geht aber das Geschäft sehr gut. Wobei, du bist der Verkäufer, ne? Und du bist derjenige, der... wo hier die Hausarbeiten macht, ne? Ja. So, hier liegen schon mal Bücher rum. Die Bücher sind nicht mehr so schlecht. Das heißt, ich bin meinen nächsten Werkzeugen wieder ein Stückchen näher. Aber ich bin leider nicht meiner Forge näher. So, was haben wir hier für Bücher? Wir haben Armored Up, Southern Farming und Speerjäger. Oh,
Aber ich muss sagen, hier habe ich jetzt mehr Bücher reingefunden. Also mehr. Mehr Bücher gefunden als woanders. Also es war bis jetzt eine gute Idee, hier reinzugehen. So, die gute Dame hat mir jetzt da der Schlagmann Band 1 da gelassen. Shotgun und nochmal Keule. Toll. Ich will nicht keulen. Ich will gleich heulen. Hallo. Aha. Na Gott sei Dank ist da keiner drin. Hallo. Denkerin, hä? $14. Oh, cool. Ich kann die Männchen mitnehmen. Aha. Das finde ich geil. So. Boxen. Stuff only. Hier noch jemand? Oh. Da hinten weg. Das ist perfekt. Der Klingel. Hier war der Stuff. Ausgestufft. So hätte ich gesagt, dann machen wir hier noch als auf und dann hätte ich gesagt, müssen wir uns dann langsam aber schon wieder zurückziehen, weil. Wie geht das? Hallo Bo. Also die versucht gerade den Schrank kaputt zu machen, die hat noch nicht geschafft. Nein, ich nehme dir mal ein bisschen. So, den hätte ich gern mitgenommen. Ich habe mir daheim einen Film angeguckt. Mhm. Ohne Strom. Ja, ich hätte ich mir einen Zombie geholt, den hätte ich irgendwie in so ein Laufrad rein. Nämlich so ein Hamster. So, bitte sei da. Nein, die Schlägerei. Ich möchte nicht schlägern. Ich möchte wissen. Ich möchte Wissen bekommen. Hallo. Ist es so schwer? Oh, ich bin wieder hier rausgekommen. Okay. Also ich habe zwar hier jetzt einiges zum Lesen gefunden, aber leider den falschen Stoff. Ja, und ich ignoriere dich immer noch. Also das heißt jetzt für mich, ja, ich muss jetzt eigentlich in Rekordzeit nach Hause rennen. Habe aber keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Vor allem, wenn ich jetzt gleich komplett überlastet bin. So, ich bin jetzt hier. Ich muss... Wo ist meine Base? Meine Base ist da hinten. Da hinten ist mein Trader. Ich habe ich noch nicht angeguckt. Der macht um 22 Uhr zu, ne? Damit soll ich nicht mehr schaffen. Moment, ich habe ja noch einen Tonic. Mit dem Tonic könnte ich es eventuell schaffen. So, jetzt ist mal, also ich habe mir gesagt, das alte Sandwich lasse ich da, dafür nehme ich lieber das Leder mit. Was kann ich denn noch da lassen, wo ich sage, okay, jetzt gerade nicht sehr
Das da futtern wir mal. Dann nehme ich dir für die Pflastersteine mit. Und malen und diese lustigen Figuren lassen wir auch mal da. Dafür nehme ich jetzt noch das da mit. Nitrat. Okay. So, dann hätte ich mal gesagt, jetzt wird's witzig. Und schon steht der erste da, der muss auf mich abgesehen hat. Auf Dach. Toll. Muss das ausgerechnet gleich ein Ferala sein? Erster Zombie, der mir entgegenläuft, ein Wilder. Moment, habe ich vielleicht Blitten dabei? Leider nein. Okay, also, das heißt, ich muss versuchen zu rennen. Für mich ist es noch nicht Rennen, für mich ist es etwas schnelleres Gehen. Aber ist ja auch olympisch. Ich hoffe, dass hier jetzt keine Linienrichter kommen und mir Fähnchen zeigen. Ich bin falsch gelaufen. Ja, da habe ich dann meine olympische Fackel dabei, die kann ich ihm dann zeigen. Hallo. Schaut mal. Hier gibt's Fleisch. Und da ich hier momentan so schnell bin, ist es eigentlich scheißegal. Das heißt, die rennen schneller weg, als ich gucken kann. So, das heißt, wir laden mal wieder unsere Stamina auf. Gleich zu Hause. Das heißt, wir werden jetzt schön brav dann wieder an der Base arbeiten. Wenn die mich noch lässt. Ah, okay, der hat mich schon gesehen. Ah, aber man merkt es halt, ne? Keule gut. Stärke schon einigermaßen vernünftig. Ja. Und jetzt kommt wieder mein Lieblingsfreund, die wohl so schöne Kickgeräusche machen. Ja, so fallen die mir am besten. Da schieße ich ganz warm vorbei. Wenn der beim dritten Mal tot umfällt. Also ich muss jetzt dann halt erstmal gucken, was ich an Eisen bekomme, weil ich glaube, ich brauche für eine Tür. Schauen wir mal. Weil ich brauche nicht mit Holztüren anfangen, mit Eisentüren. Ich muss halt irgendwie hoffen, dass ich mindestens an 40 Eisen rankomme. Oder wie gesagt, dass der, ich weiß jetzt nicht, ob das jeden Tag sich erneuert. Aber ich glaube, das ist auch so 2-3 Tagesrhythmus. Mal wenn der halt auf einmal die Bücher hätte, die wo ich brauche. Das wäre halt klasse. Aber wie gesagt, ich sehe das jetzt eigentlich für mich so. Ich werde jetzt an Tag 5 und 6 eigentlich volles Rohr an der Basis arbeiten müssen. Es geht gar nicht anders. Dass ich sagen kann, okay, sobald ich mit der Base soweit fertig bin, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt da keine Sorgen, dass ich da am siebten Tag eine komplett auf die Nudel kriege.
dass ich dann erst unterwegs wieder bin, wenn das alles soweit hier fertig ist. So, schaut auch schon mal ganz gut aus. Die Kiste ist jetzt auch fast voll. So, leere Gläser. Okay, die habe ich alle dabei gehabt. Das Wasser, wie gesagt, dann hauen wir dich gleich wieder rein. Das sind 6 Minuten 40. Einfach mal. Und ich sehe das auf jeden Fall schon kommen. Ich muss das Ding auch noch breiter machen. So, aber ich habe schon gesehen, ich habe doch noch mal ein paar Level gemacht. 2 Punkte. Da gehen wir noch mal jetzt genau da rein. Die zweite Woche ist dann auf jeden Fall schon mal ein Hafer, oder? Aber ich bin schon mal froh, dass ich Tiere sehe. Weil dann weiß ich, dass es die auch noch gibt. Und wir sind jetzt bei 1150 Stück. Das ist eine gute Zahl schon mal. An mein Kistchen. Weil ich habe doch so kleine Steinchen mitgebracht. Die nehme ich auf jeden Fall gleich mal mit hoch. Das sind wenigstens 24 Stück, die wo ich aufwerten kann. Und man merkt dann, ne, also man fängt irgendwann dann an, nur noch zu rennen. So, was ich jetzt auf jeden Fall auch noch machen muss, ist, das muss ich erst mal festkloppen. Dann brauche ich bitte noch mal, sagen wir mal, mindestens 50 von dir. Aber das Wichtigste ist jetzt, ich brauche jetzt hier die Stäbe. Also mittig, nein, ich brauche nicht mittig. So, dann haben wir hier nämlich 3 Stück. Und dann machen wir das auch gleich so. Da lassen wir halt gleich offen. Nein, schon Maddie. Ich rede erst Blödsinn. So, und dann dreh dich mal. 1, 2, 3. Auch ich. 1, 2, 3. Wie gesagt, hier. Also jetzt kann ich da mal so drehen. Da ist eine Tür, da ist eine Tür, da ist eine Tür und da ist eine Tür. Also die 4 Stück. Und das ist schon mal jetzt alles richtig. Dann 1, 2. Nee. 1, 2, 3. 2, 3. Das passt eigentlich auch. So, das heißt, ich werde hier stehen und kann dann hier schlagen. Also ich kann hier drauf einprügeln. Das heißt jetzt dann für mich, ich brauche jetzt dann hier und hier nochmal was. Ich brauche hier und hier was. Und zu guter Letzt noch einen drüber. Oh, das ist hier alles offen, weil wenn er die erste Tür durchschlägt, weil so ist der Plan. Also das heißt, ich habe jetzt dann hier, die rennen hier rein, kriegen von mir eine auf die Nuss, fallen runter. Das ist ja das Sinn und Zweck. Oder wenn sie sich stapeln, fallen sie auch runter, ne? Also dann ist ja hier eine Eisentür. So, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, die Eisentür ist ziemlich kaputt, kann man die Tür dann aufmachen. Da kann ich hier weiterarbeiten.
Dann ist ja die nächste Eisentür da. Ja, und dann geht es weiter und weiter und weiter. Also das heißt, ich kann das dann machen dreimal. Das Problem wird nur sein, ich muss auf jeden Fall aufpassen, die hier, die müssen immer wieder repariert werden. Weil die dürfen dann nicht kaputt gehen, weil sonst habe ich ein Problem. Weil sonst werden sie mich. Eigentlich müsste ich eigentlich dann hingehen. Eigentlich, genau. Ich müsste jetzt eigentlich hier hingehen und sagen, okay, wir machen das hier jetzt so. Dann hätte ich hier sogar nochmal einen Käfig. Ja, wenn sie dann doch durchgebrochen sind, hier abhauen und hier eine Tür. Ja. Ich könnte jetzt sogar... Das machen wir doch mal. Ich baue mir mal Holztüren. Machen wir mal schon mal 5 Stück. Weil die kann ich ja aufwerten. Das ist ja das Schöne, die kann man aufwerten. Dann sind die schon mal so gebaut, wie ich sie möchte. So. Das heißt jetzt für mich, ich stehe hier drin. Die haben jetzt noch keine richtige. Aber sie müssen sich halt so vorarbeiten. Wie gesagt, und wenn nicht, kann man dann nach hinten abhauen. Also wie gesagt, hier nochmal ein. Dass man hier auch noch eine Möglichkeit hat. Und den Bereich baue ich auf jeden Fall so, dass ich auch eine Möglichkeit habe. Noch einen zweiten hinzustellen. Von Karl-Leich kann man hier auch Bots irgendwann einpflanzen. Ne? Ja, aber ich möchte nicht, dass dass die Zombies denken, ne, schau mal, da steht eine lustige Puppe. Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite. Das wollen wir nicht. Nee. So, schaut auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht aus hier. Da muss ich dann noch auf die Seite. Dann hätte ich gesagt, wir machen... Jetzt werden wir erstmal den Bereich hier auf. Wenn man sich das mal schon so anschaut, das sind jetzt 576 XP. Nur weil ich jetzt auch von Holz auf nein, von Pappmaschine auf Holz Update und dann nochmal auf Stein. Aber das ist eigentlich der wichtigere erstmal. Und schon bin ich wieder ein Level weiter oben. Wir sind jetzt Level 9. Das heißt, das geht jetzt in die Stärke rein. Ich glaube, Rügelpeter kann ich jetzt noch mal einmal machen. Genau. Die kann ich jetzt dann auch noch einmal machen. Also ich hoffe jetzt eigentlich, dass wenn ich jetzt dann die Basis soweit gebaut habe, dass ich vom Level her auf 11, 12 bin. Dann habe ich eigentlich genügend um die erste Badennacht zu überstehen. So, Pflastersteine. Ja, boah, kann 1000 Stück machen. Das ist super. Immer schön Steine abgebaut. Ne, aber die Breite hätte ich gesagt, die passt sogar so. Dann wird es dann ein bisschen mehler. Auf jeden Fall habe ich dann auch schon mal die Grundbasis, dass die Teile lang genug halten. Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 7 oder so sind es, bis es runterfällt. Das ist Holz. Also
Dreschbahn und Holz sind 7. Ich glaube, Stein sind dann 9. Und ja. Das ist doch schon mal dann viel angenehmer. Ich habe ja mal noch früher einen Mod gehabt. Da konnte man noch das ganze Zeug mit nach Stein mit Eisen aufrüsten. Dann kam ganz normal Beton. Ich glaube, dann war ich bei 1500 XP. Dann kam Beton. Das weiß ich gar nicht mehr, wie viel das dann waren. Dann kam Stahl. Dann kam Stahl. Ist das nur Stahl gewesen oder ist das dann noch Stahlbeton? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, und dann kam, glaube ich, noch Titanium. Dasselbe gab es auch noch mit Werkzeugen. Das wäre, also wenn ich da noch den Mod finden sollte, der wo das kann, der den noch reinkommt. Oder wenn von euch jemanden kennt. Kann auch gerne im Discord vorbeikommen. Jetzt da schreiben. Oder unten in die Kommentare. So, dann haben wir schon mal jetzt das hier alles sauber aufgewertet. So, und ich werde jetzt gleich noch was machen. Ja, komm. Und zwar, also ich möchte nicht zumachen. Aber es gibt diese schönen Pfosten hier. So, den gehen wir mal bitte auf fortgeschritten. So, und dann machen wir den hier nämlich auch noch hin. Auch noch hin. Das heißt, ich kann hier trotzdem noch schlagen, aber die müssen den und den Block wegmachen, weil sonst kommen sie nicht durch. Und es fängt schon wieder das Regnen an. Yay! So, dann hätte ich gesagt, brauche ich auf jeden Fall nochmal den Zaun hier. Und dann bitte auf normal und bitte auf einfach. Ich brauche jetzt dann da oben drüber noch auf jeden Fall auch noch mal so einen Holzbereich. Weil ich brauche noch ein Dach drauf, weil ich kann ja auch ich wollte schon sagen Flugsaurier, nein, das wäre zu viel. Unsere alten Geier kommen. Und da muss man natürlich auch noch dicht machen. So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt erstmal nochmal Blöcke, da machst du mir bitte 50 Stück und dann kann ich gleich die nächsten 300 Pflastersteine in Auftrag geben und dann sind die eigentlich, die wo ich schon alle auf Lager hatte, alle weg. Wieso habe ich gerade gedacht, ich habe gerade irgendeinen Zombie schreien hören. Wenn du einen Vogel hast. Ja, kann schon sein, dass ich einen Vogel habe, aber. Aber wenn dann Geier. Ja, ich bin mir dann leider nicht so sicher.
bin hier oben. Kannst du gar nicht mehr testen. So immer Testperson. Ja, da kommt sie. Hallo. Ich hoffe, die hat geschnallt, dass ich hier oben bin. Ja, hat sie. Schauen wir mal, wie lange sie braucht, bis sie da ist. Ja, da ist sie ja schon. So, du bist jetzt mein Test-Hopsi. Komm, Hopsi und test mal. Ich liebe Testperson. So. Hopp. Das schaut doch schon mal gut aus. Ewig gebraucht. Gleich wieder unten. Aber ihr habt das Prinzip verstanden, wie das Ding hier funktionieren soll. Also der Zombie hat's. Glaube ich. So, wie gesagt, machen wir hier auf jeden Fall auch mal nochmal was hin. Ach nee, darf ich nicht. Darf ich nicht, um Gottes Willen. Darf ich nicht, aber hier darf ich. Wie gesagt, muss ich gleich mal gucken, ob ich am Eisen. Weil wie gesagt, ich muss auf jeden Fall. Zwei Türen brauche ich. Wenn es nicht sogar möglich ist hier. Ich weiß halt nicht, ob der 50 Eisen braucht. Geht auch eine Ding nehmen. Eine Forge. So, dann hätte ich gesagt, wir nehmen jetzt mal bitte das Gitter. Und das Gitter gehen wir jetzt hin und drehen es mal. Ja, schaut das schon mal ganz gut aus. Mein Käfig wird langsam. Muss nur aufpassen, weil ich muss noch da Pfosten hinbauen. Nicht, dass ich Pfosten alles runterschmeiße. Weil dann werde ich es nämlich nicht schaffen. Da bin ich mir jetzt schon sicher. So, dann werden wir die auch noch gleich auf. Werden zu schnell. Ja, wir sind gleich noch mal Level 10. Das ist doch schon mal so. Und du musst dahin Platz machen. Machen wir die Form kopieren, danke. Und das Schlimme ist ja, naja, gesehen, ich habe über 1000 Holz und fast weg. Und wie gesagt, das Treppenhaus und so weiter ist noch gar nichts gemacht, also aufgewertet. Wie gesagt, die ganzen Füßchen müssen noch aufgewertet werden, die ganzen, oh Gott. Ja. Das wird eine lustige. Ich muss ganz schön noch viel anfragen. Folge die nächste. Aber ich bin schneller als selber gedacht. Und das ist das, was mir gerade gefällt.
Das heißt, wir haben vielleicht sogar noch 2 Tage dann, wo wir noch looten können. Ich, wie gesagt, ich muss jetzt dann auch noch mal. Nein. Oder wie Indy zu sagen pflegen würde, ich hasse Schlangen. So, komme ich da hin? Kannst du das kopieren? Kannst du den bitte einfach machen? Mal die Form von dem Posten. Dann habe ich auch schon mal die Seite fertig. So, und dass ich jetzt nicht wieder extrem überziehe, muss ich hier leider einen Cut machen. Wie gesagt, dann werden wir beim nächsten Mal noch die das Ding da rum eiern. Wobei, nein, eine Kleinigkeit machen wir noch. Ja, ich wieder. Ja, machen wir 2 Kleinigkeiten. Ach ja. Ich wollte eigentlich noch schnell nachschauen. Hast du A? Stop staring, asshole! What the hell do you want this time? Hast du neue Bücher bekommen? Da kann ich nur Reparaturwerkzeuge machen. Also der ist nicht schlecht, aber das ist leider das nicht, was ich brauche. Ich brauche noch Material, Rohstoffe. Geschmiedetes Eisen hast du 56 Stück. Das heißt über 2000. Da muss ich einen da lassen. Also das verkaufen. Und dann muss ich jetzt eigentlich so weit runtergehen. All that gawking at goods and that's das all heißt, you buy? Ja, bye. Das heißt, ich habe jetzt schon mal so viel Eisen. Tür. Eisentür. Dass ich diese 4 Eisentüren auf jeden Fall schon mal fertigen kann, die wo ich mindestens wollte. Das heißt, wir können die oben austauschen. Die haben dann, glaube ich, auch 2000 Durability oder so. Also die müssen da müssen erstmal die Monster durch. Ja, genau. So, aber jetzt haben wir alles. Jetzt bin ich auch wirklich fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.